nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Songbird. Oh, oh, oh. Alter, warte doch. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Renn halt nicht so schnell. Ich bin alt. Hier lang kommen Sie. Ja, ich kann nicht schneller. Wow. Warte. Oh. Wolverine! Komm nicht vorwärts! Was ist das für ein Ding? Hol den Aufzug! Wieso? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. No. Dann können wir uns abschminken. Da lang. Wir müssen weiter. Ja, ja. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Nicht. Schnell! Wo? Hier oben ist eine Tür. Ja, ich bin gleich da. Warte, Chef. Lass mich mal. Wohin? Weg hier. Sollten wir nicht lieber runter? Wow. Großer Vogel. Ganz großer Vogel. Verdammt. Wow. Oh. Weg. Schöne Starter, boah. Oh oh. Geh weg, Vogel. Lass uns in Ruhe. Boah. Oh, scheiße. Tut weh. Nein. Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Nein, Kanada. Ach ja, das Lied. Na gut. Anna. Anna. Battleship. Ich
Die Ladescreens kann man gut für Klogänge benutzen. So mal ganz informativ gesagt. Im Kampf musst du Elisabeth nicht beschützen. Sie kann selbst auf sich aufpassen. Hätte ich auch nicht getan. Alter, komm wieder zu dir. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elisabeth. Alles in Ordnung? Kommt drauf Wo an. Bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Nö. Das ist Musik. Geh nur, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Komm schon, Junge. Wir müssen weiter. Na nö. Wo ist sie? Wo sind wir? Finde Elisabeth. Strand? Über den Wolken? Ernsthaft? Schick. Neueste Mode hier oben, wa? Geld! Sorry, Kids. Money. Waffen haben wir auch nicht mehr. Chips. Super, plus Salz, aber ich sehe meine Salze nicht. Krähe. Ach nee, Mö. Wie machen Möwen? Geschlossen. Man braucht ja das Geld nicht. Maxophon. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Na ja. Boah, die sind alle so gesprächig. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Wer ist hier der Trottel? Ich sitze wenigstens nicht in diesen komischen, geschreiften Dingern hier rum. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Du, Bruder? Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Könnte. Munition voll. Ach, ist der Korb. Oh. Hotdog. Mehr zu nehmen. Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Bernisch. Tja. Kriegen wir Propheten den Höchstsatz. So, weitermachen. Mehr Strand. Na, ah, nix da. Hat was geglänzt? Nee. Oh.
Aber nicht kaputt machen. Schade. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Dummheit auch, aber dennoch sitzt ihr hier. Denkt mal drüber nach. Na, ist hier was? Nö, natürlich nicht. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. So, so. Dann lasse ich euch zwei Hübschen mal alleine. Ne? So. Sollte. Tag, die Damen. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Da bin ich bei dieser Mode mal heilfroh drüber. So. Diese Idioten, man sollte sie absaufen lassen. Hier aus denn? Also das ist jetzt aber darwinistisch. Was meinst du damit? Darwin! Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja? Oh, Bello. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Tja. Kommen wir da jetzt hin? Da lang offenbar nicht. Na gut. Da lang auch nicht. Geh mal ganz außen rum. Was für ein Leben. Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. Fällt mir bald echt nicht mal ein zu den Leuten hier. Ey, Kleine. Kleine. Könntest du... Ey, Kleine. Kleine. Elisabeth. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. Dewey. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Lüfter. Jetzt auf der Stelle. Bringe Elisabeth zur First Lady. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ah, erst ins Arbeiterunruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Wussten Sie, dass dieser künstliche Strand in nur 6 Monaten entstand? Und woher weißt du das? Aus einem Buch, das ich nach ihnen geworfen habe. Ist aber auch gut zu lesen. Die Zehen berühren. 2. Hoch. Ja. Und jetzt nach links. Rechts. Links. Ihr seht so dämlich aus. Sieht aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Was passiert, wenn man bis da hinten schwimmt? Fällt man runter? Schnibbit, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt Richtig. Mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Erstmal plündern. Das bringen wir dir auch noch bei. Ding. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt.
Naja, es geht, könnte mehr sein. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Nein, nicht die Zigaretten. Aus. Komm. Weg hier. Geschlossen. Müll. Müll. Die zwei schon wieder. Mr. DeWitt, hier. Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie? Schon gut. Na, was willst du denn? Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Ganz klar. Den rechten. Ganz sicher? Ja. Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, wunderbar. Mach ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Tja, sei froh, dass du nicht mehr dort bist. Warte, Elisabeth. Hier gibt's doch einige Sachen zu plündern. Lass mich durch. Das war Songbird. Er wird es richten. Er ist das Schwert der Rache. Ist klar. Nom nom. Da ist er. Nom 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 nom. Der dürfte sich gar nicht mehr bewegen können, so fett wie der jetzt wäre von dem ganzen Zeug. Nom nom. Police, do not cross. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Na, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Hm? Komisch, dass der mal alles weiß. Verstehen an. Hey, Hulle, zieh dir den an. Ich verkläusche jetzt aber mal den Alkohol. Ist zu. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Du hast gelernt, Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Oh ja.